Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evo Aces. Im letzten Part haben wir uns das Schwert der Wahrheit geschmiedet, oder Schwert der Wahrheit, oder heißt es Wahrheitsschwert? Ich weiß es gerade gar nicht, wir müssen mal nachschauen. Status, es ist, die Wahrheitsklinge. Die Wahrheitsklinge haben wir uns geschmiedet. Ja, und jetzt wollen wir damit natürlich wieder zurück zur Schlucht von Wack. Oder wie das auch immer hieß. Hier, mechanisches Tor. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Würde ich jetzt mal meinen. Aber ich kann mich auch direkt zum Windpfad beamen, weil da muss ich sowieso hin. Das ist das Gute, weil da soll es ja eine Mission geben. Ah, da oben ist die. Alles klar. Denn hier irgendwo? Ach, da oben. Alles klar, ich weiß, wo er ist. So, du komm mal her. Zack, Mann. Ausweichen. Sehr gut. Hey. Ich... Aua. Ich darf ausweichen. Du nicht. So, und jetzt mach mal kaputt. Na komm. Yeah. Ja. Wunderbarigst. Prismenwolle. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Also ich brauche dafür jemanden mit einem Laubball und jemanden, der sich zu so einem Ballkugelteil machen kann. Kullersamen, Kullersamen. Ich erinnere mich. So. Gruppe, also... lalalalala. Ich brauche... Was brauche ich? Kullersamen. Ich brauche einmal Kullersamen. Und ich brauche Laubball. Da. Wunderbar. So. Und zurück. So sollte es dann eigentlich möglich sein, dass ich hier bekomme, was ich will. Das Item nämlich dort oben. So. Nein, es ist der falsche. Du, mach doch mal einen Laubwall. Und du... Ich glaube hier rein, oder? Das sehen wir ja gleich. Nö. Hier rein. Ah ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Geschafft. Ein funkelnden Stein gefunden. Er funkelt so sehr, dass es in den Augen wehtut. Muss ein Katzengoldstein sein. Bring ihn gleich zu Meno in die Oase. Yeah. Wunderbar. Na, das klappt doch mal einwandfrei, würde ich jetzt mal meinen. Na, geht kaputt. So, du gehst da mal raus. Und wieder zurück. Dann will ich jetzt nämlich das ganz kurz abschließen, die Mission. Nur ganz, ganz kurz. Wunderbar. Dann kann ich nämlich auch gleich mein Team wieder modifizieren. Ich könnte auch Kaela mitnehmen. Ja, es kommt drauf an. Gerade noch nicht. Gerade will ich sie noch nicht mitnehmen. Aus einem einfachen Grund, den wir gleich sehen werden. Vielleicht. Ja, wo sind denn jetzt meine... Isa, da ist sie doch. Und Salam, da. Wunderbar. So, jetzt will ich nämlich mal was nachschauen. Ja, halt, das war ja ein Sprössling. Wo die Bitte hatte, ich erinnere mich, das war ein Sprössling. Na. Wenn ich nur einen Umhang hätte, du bist... Ja, du willst immer noch so einen Umhang. Da ist er doch, Meno.
Der schöne Vogel, der ist für mich. Warum bist du so nett? Merkwürdig. Irgendwie strahlst du noch heller als der Stein. Hier, kleine Belohnung für dich. Geil. Anti-Verwirrung. Sehr schön. Ich bin normalerweise nicht so offen gegenüber Fremden, aber ich spüre eine besondere Verbindung zwischen uns. Oh, eine Verbindung. Ich freue mich schon drauf, die Leute hier kennenzulernen. Ich mich auch dich kennenzulernen. Das Gefolge ist gewachsen. Meno, herzlich willkommen bei den Wüstlingen. Sehr schön. So, du willst mir noch was sagen? Auf meinem Weg hierher habe ich einen Spaßling gesehen, mit dem von der Hitze ganz schwindelig wurde. Er wollte einen Schirm, aber ich hatte gerade keinen. Hoffentlich schafft er es in die Oase. Oh yeah. Wir brauchen also, da kommt also jemand, der einen Schirm will. Sowas aber. Ich kriege Nachrichten. Hallo Nachrichten. Dann tun wir... Halt, ich kann ja hier... In der großen Straße kann ich ja jetzt mehr bauen. Das ist schön. Ich habe gerade gesehen. Hä? Ich dachte, ich kann es... Hä? Konnte ich nicht mehr bauen? Ah, ja, hier daneben. Schön. Meine beste Freundin hat mir gerade geschrieben. Sehr schön, was von ihr zu hören. Grüße in die USA, meine Liebe. Ja, die ist gerade in den USA. Ich habe Schimmer als Hobby-Schirme hergestellt, aber dies für einen Laden öffnen und krass und Laden und Schirme und krass. So. Halstücher kann man auch mal machen. So. Und dann ist hier keiner mehr, der... Nö. Okay. Machen wir hier mal so Laterne. Zack, Mann. Sehr schön. Dann wäre das doch auch schon mal geschafft. Dann haben wir das jetzt alles geschafft. Dann könnte, würde ich mal meinen, machen wir mal weiter mit der eigentlichen Story. Wollen wir auch noch. Jetzt aber schnell wieder zurück. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Wo soll ich hin? Ich soll da unten lang. Okay. Kein Problem, kriegen wir hin. Hi. Wir lassen den Gegner jetzt einfach mal Gegner sein. Ich glaube, das ist gerade das Beste für uns. Ich weiß, wo das ist, glaube ich. Wie komme ich denn da jetzt... Komme ich da jetzt... Irgendwo komme ich hier wieder hoch, ich weiß es. Ah, hier, okay. So, mit meiner Wahrheitsklinge, die ich habe, sollte ich dann wahrscheinlich irgendwie weiterkommen, oder? Hä? Hier rein. Hier rein. Jetzt warte mal. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ich muss doch hier lang. Ja, ich war hier lange nicht mehr. Ich muss mich hier jetzt erst gerade versuchen zu orientieren. Ich muss da ja einmal so in einem Kreis laufen. Ich erinnere mich. So, kommen dann jetzt hier nicht diese Juwelenkrabben? Könnte ich da mal ein paar... Ja, da, das ist eine Juwelenkrabbe. Ja, sag ich doch. Ausweichen. So, die klatschen wir alle weg. So. Weil einfach, falls sie uns ein Item geben wollen. Wer weiß. Weil die sind jetzt nicht allzu gefährlich, die sind leicht besiegt und ja. Haben aber kein Item hinterlassen, leider. Schade.
So, dann mal hier weiter. Und da oben weiß ich, da war so ein komisches Zeichen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Schön, Kakteenwolle, Fruchtfleisch. Das ist aber alles nicht das, was ich will. So, komm mal her. Ey. Hör auf, wegzulaufen. Jetzt ist Nacht, dann sind sie alle weg. Dann müssen sie heim zu Mama. So, was ist das hier jetzt für ein Stein? Genau, Kornfruchtfleisch, das ist das, was ich brauche. Soll ich den mal kurz kaputt machen? So. Jetzt kommt's, macht's kaputt. Yeah! Okay. Na, kommt schon. Macht's den kaputt, kommt. Ja, so muss sein. Und wenn ich da jetzt so... Nö. Nö, das macht nichts. Vielleicht muss ich einfach nur hier langlaufen. Und dann denkt sich das Schwert zu, ja, Mann, ich bin cool. Und macht nichts. Hä? Wie zum... Ich kapiere nicht, wie ich da rüberkomme. Muss ich bei dem Mechanismus unten was machen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. So, kommt's. Mach's kaputt. Na, kommt schon. Wow. Der Damage. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht mal gehen. Aquaportal, ich gehe hier mal. Alter, wie komme ich da jetzt weiter? Vielleicht muss ich ja wirklich zu diesem mechanischen Portal, zu diesem mechanischen Tor, wo ich jetzt was mit dem Schwert der Wahrheit machen kann. Oder der Wahrheitsklinge. Ich weiß es ja nicht. Wenigstens habe ich ein Level up. So, das probieren wir jetzt mal aus. Hier, mechanisches Tor. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Hm. Will einfach nicht aufgehen. Weißt du noch, als wir den Verlorenen irgendwas hatten und so Stein und Gegenstand uns gefehlt hat, weil wir irgendwie nicht cool waren? Bin ich jetzt der Einzige, der hier irgendwie auf dem Schlauch steht und nicht kapiert, was er machen soll? Hä? Warte mal. Nee, halt. Wo kann ich mir... Ich kann mir doch sicherlich auch irgendwo die Hauptmission anschauen. Sicherlich. Nö. Nö, kann ich nicht. Egal. Da, Ziele. Wahrheitsklinge gehört dir. Rüste sie aus und begib dich zum Innersten der Wachtschlucht nach dem Wahrheitsauge zu suchen. Okay. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie ich da hinkommen soll. Hi. Irgendwas muss ich machen. Irgendwas muss ich machen. Ich weiß halt nur noch nicht was. Das ist halt das Problem. Hi.
Muss es dafür Tag sein? Ja, aber dafür gibt es auch keine Anhaltspunkte. Es gibt halt keine Anhaltspunkte. Soll ich da einen Wirbelwind dagegen machen mit maximaler Power? Nö. Soll ich hier stehen und Wirbelwind mit maximaler Power machen? Ich kapier's nicht. Hä? Also ich hab grad echt keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkommen soll. Ich kann's beim besten Willen nicht sagen. Aber das Problem, ich will halt nicht nachschauen. Wie komme ich da rüber? Und wahrscheinlich ist es irgendwas total Simples, Banales, irgendwie, keine Ahnung, piss einfach und man steht die ganze Zeit nur vorm Monitor und schreit so, du Vollidiot, du musst doch nur den Wizard King installieren und dann A und B und Z gleichzeitig drücken und dann auf den Critical Hit hoffen. Das ist doch so. Führt da jetzt wirklich eine Brücke rüber? Oh nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Sag jetzt nicht, dass da eine Brücke rüberführt. Komm schon. Nein. Alter, das sieht wirklich, das... Wenn ich mir das auf der Karte so anschaue... Alter, oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Hey, mal hier mal das ganze Zeug mit. Oh, wow, 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 das ist bitter, wenn es jetzt wirklich so ist. Oh je. Oh mein Gott. Das ist peinlich. Es tut mir leid, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Boah. Heftiger Scheiß. Wie konnte ich denn das übersehen? Okay. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben die unüberwindbare Schlucht überwunden. Hier soll aber noch irgendwo ein Typi sein. Ist der da drin vielleicht? Ich glaube, der ist dann da drin. Das sind Cockatrice. Die heißen nicht Fächerbasilisken. Jeder weiß, dass diese Viecher Cockatrice heißen. Keiner nennt sie Fächerbasilisken. Jeder nennt sie Cockatrice. Ich weiß gar nicht, wo ich den Namen Cockatrice habe. Heißen die Cockatrice? Wie komme ich jetzt auf den Namen Cockatrice? Weiß es gar nicht. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Au weh. Oh, jetzt werde ich alt. Jetzt werde ich alt, meine Freunde. Aua. So. Super Saiyajin, Helden, Gigantomodus, Kaioken und alles mögliche in einem. Wir könnten mal eine Heilung gebrauchen. Okay, der erste ist down. So, jetzt nur noch die hier. Die Eulenhörnchen. Die mir die Probleme machen. Weil sie verwirren. Und deswegen blöde Arschlöcher sind. So. Sehr gut. Sehr gut. Okay, hinterer Bergpfad. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich will mal da lang. Ah, da ist nur eine Kiste, okay. Isa, walte deines Amtes.
So. Was ist das da oben, dass das so... Da, das da. Achso, das ist ein... So ein Seestern. Komm her. Und zirk. Na komm, sie macht sie kaputt. Schneller. Oh, oh. Er macht einen Hyperstrahl. Hyperstrahl. Super Hyper Giganto. Super Saiyajin Kaioken Modus. Oh, Seestern-Trainer auch bekommen. Sehr schön. Okay, ich brauche hier eine Uhrrett. Ich würde mal sagen, die holen wir uns. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann hier an Ort und Stelle wieder, wenn wir da einfach weitermachen. Weil das sieht gerade relativ optional aus. Und ja, wenn es optional ist, dann will ich das jetzt einfach mal kurz machen. Da kommt wer. Wer wagt es, meine Oase der Glückseligkeit zu betreten? Du, wie kannst du es wagen, Mortezza? Ach, du bist sicherlich der, der die Schirme will. Oho, ich hab gedacht, dass es nur Gerüchte sind, aber hier ist ja wirklich eine Oase. Sprössling verträgt die Hitze nicht gut. Er hätte wohl gerne einen Schirm. Oh yeah, den kann er gerne haben. Wird hier alles verkauft. Wir verkaufen nur den besten Scheiß. S-H-I-C-E. Bester Scheiß. Und ein paar Level-Ups. Guti. Sehr schön. So, wo ist er denn? Da. Hey. Hey, ich bin Mortezza. Ich hab die Ehre. Ich hab beschlossen, für den Rest meines Lebens Süßigkeiten zu machen. Jawohl. Ich. Süßigkeiten. Da staunst du was. Ey, sag mal, kann man hier Schirme kaufen? Ich brauche eine, bevor mich die Hitze umhaut. Ja, kann man. Das darf doch nicht wahr sein. Ich, Kamel, hab mein Süßkraut im Sandsteintunnel vergessen. Und ich hab's noch geahnt. Als ich es zum Trocknen in den Krug auf dem hohen Felsen getan hab, war mir klar, dass ich's dort vergessen werde. Was mache ich denn jetzt? Ohne den ohne das Süßkraut kann ich doch keine Süßigkeiten machen. Okay. Ja, die nehme ich mal an. Ist okay, dass mein Aquaportal jetzt weg ist, weil ich kann mich da eh hinbeamen. Das ist vollkommen okay. So, mal kurz hier die Expedition. Mhm. Wunderbar. So, wo schicke ich dich denn jetzt wieder hin? Schicke ich dich mal hier hin. So. Und wir haben ja mittlerweile wieder genug Zeug. Verlorener Wald. Zack. Ja, stimmt, weil Kaela jetzt dabei ist. So, und wegschicken. Wunderbarigst. Gartenpflege noch kurz. Punkt Granatapfel, sehr schön. Eigentlich habe ich sie nur noch wegen dem Punkt Granatäpfeln. So. Sehr schön. Das hat doch alles wunderbar geklappt. So, jetzt wollen wir noch ganz kurz das Material wieder ein bisschen auffüllen. Dass unsere Läden wieder ein bisschen was verkaufen können. Ich habe aber immer noch keine stabile Ranke. Was gar nicht gut ist. Ich brauche dringend stabile Ranken. Ich sollte vielleicht mal jemanden in den Garten schicken, der mir stabile Ranken anbaut. Und ich brauche Hafer, habe ich gerade gesehen. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich brauche Kornfruchtfleisch. So. Na. So, wunderbarigst. So, und bevor der Part jetzt zu lange wird, machen wir den Rest beim nächsten Mal und sehen uns dann einfach hier an Ort und Stelle
wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Ever Oasis für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.